Anzünden der Chanukka-Kerzen am Motzei Shabbat, dafür gibt es zwei verschiedene Minhagim, die beide eine gute und solide Basis haben. Der eine Minhag ist es, zuerst die Chanukka-Kerzen anzuzünden, das heißt, das Wunder zu verbreiten, denn das hat einen großen Status, und dann die Havdalah zu machen, also Schabbes und Wochentag voneinander zu trennen. Ein anderer Brauch ist genau das Gegenteil, dass man zuerst Schabbes und Wochentag voneinander trennt und erst dann die Chanukka-Kerzen anzündet. Gemäß meiner Meinung ist dieser zweite Minhag ein Minhag, den ich empfehlen würde, für jemanden, der noch keinen Minhag hat oder gerne wissen möchte, welchen von diesen zwei Wegen zu empfehlen. Also zuerst Havdalah zu machen und erst danach das Chanukka zünden. Aber wenn man einen anderen Familienminhag hat, sollte man den Minhag der Familie folgen. Man sollte aber auf jeden Fall, egal welchen Minhag man folgt, darauf achten, dass man in der Shmona Esrei, also in der Amidah von Motzei Shabbat, Atachon Antanu gesagt hat, also die spezielle Zugabe, die man tut für Havdalah, damit man auch danach Licht zünden kann. Hat jemand das vergessen zu machen, bevor er Chanukka-Kerzen oder Havdalah anzündet, soll er dann sagen die Worte Hamavdil ben Koidesh Lechol, derjenige, der trennt zwischen Heiligen und zwischen Profanen.